Willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir ein Video über rote Zwerge. Die kleinsten Sterne, die es überhaupt gibt. So, jetzt zu den Merkmalen. Ganz wichtiger Punkt, das sind Hauptreihensterne, da sind ihr Kern Wasserstoff in Helium umwandeln. Man geht davon aus, dass 75% aller Sterne rote Zwerge sind. Sie haben eine sehr geringe Oberflächentemperatur von 2.000 bis 4.000 Kelvin. Sie haben nur eine sehr geringe Masse, höchstens 60% der Sonnenmasse. Aber hätten sie weniger als 7,5, dann wäre es da kein roter Zwerg mehr, dann wäre es ein brauner Zwerg. Da für die Kernfusion Wasserstoff zu Helium mindestens 7,5% erforderlich sind. Sie haben eine sehr geringe Kernfusionsrate, das heißt, sie wandeln ihren Wasserstoff in Helium nur sehr langsam um. Es geht nur sehr langsam voran und daher haben sie auch nur so eine sehr geringe Leuchtkraft. Da ja alles sehr langsam abläuft. Die Strahlung wird überwiegend in langwelligen Licht oder in Infrarotstrahlung emittiert, aber sie sind zwar rötlicher wie die Sonne, aber nicht wirklich rot, weil sie wie die anderen Sterne ein kontinuiertes Spektrum haben und von der Nähe her, wenn man sie sehr nah betrachtet, trotzdem grellweiß erscheinen. Also sie senden auch Röntgenstrahlen aus, wie die anderen Sterne auch. Für die Beobachtbarkeit. Kein roter Zwerg kann im Himmel beobachtet werden und sie sind auch sehr lichtschwach, also sie sind so schwach, dass man sie gar nicht sehen kann, und der nächste Stern ist ein roter Zwerg, aber da kann nicht gesehen werden, was einfach zu leuchtschwach ist. Da braucht man schon ein Teleskop. Jetzt machen wir die Veränderlichkeit von roten Zwergen. Wenn sie nämlich in unregelmäßigen Abständen Strahlungsausbrüche zeigen, also sogenannten Flares, werden sie als Ufa-Jetty-Sterne bezeichnet. Und diese Flares sind ja sozusagen nichts anderes, also Strahlungsausbrüche halt, und die setzen sehr große Energiemengen freigesetzt, sodass der Stern in der kürzester Zeit 4- bis 5-fache Leuchtkraft annimmt. Aber werden stattdessen nur Sternflecken nachgewiesen ohne Flares, sind es BY-Dragonensterne. Die Entwicklung von roten Zwergen. Wurde ja schon gesagt, dass sie ihrem Wasserstoff zur Helium sehr langsam verschmelzen. Also geringe Kernfusionsrate, läuft ja alles langsam ab und daher haben sie auch so eine hohe Brenndauer. Weil sie ja mit den Energiesparern umgehen, die kann mal bis zu 50 Billionen Jahre liegen. Also schon ganz schön viel. Also der 50.000-fache von der Sonne ist möglich. Aber wenn sie ihren Wasserstoff verbraucht haben, schrumpfen sie direkt zum weißen Zwerg, ohne zuvor ein roter Riese zu werden, da sie für den 3-Alpha-Prozess zu wenig Masse haben. Da ist mindestens eine halbe Sonnenmasse erforderlich und das haben ja die meisten rote Zwerge ja gar nicht. Und ein bekanntes Beispiel ist Kleide 581, 20 Lichtjahre entfernt und hat ein Alter von 4,3 Milliarden Jahre. Nur da steht leider Lichtjahre geschrieben, aber es sind Milliarden Jahre, da bin ich bloß verschrieben.